Also ich komme gerade schon ein bisschen an meine Grenzen, muss ich sagen. Das ist einfach nur übel. Gerade auch voll das Loch im Bauch, voll Hunger. Okay, scheiß drauf, weiter geht's. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, euch geht's natürlich gut. Ja, ich bin gerade beim Thorsten und warte, bis der Thorsten rauskommt. Dann packen wir meine Sachen bei ihm ins Auto und dann geht's heute auf den Einstein. Eine Winterwanderung. Es ist arschkalt, also minus 8,5 Grad. Ich bin gespannt, wie viel Grad wir dann am Gipfel haben. Ich glaube, das wird ganz lustig heute. Und ja, dann packen wir auf jeden Fall mal das Zeug ein und dann bis gleich. Hey, Thorsten, was machst du da? Also Leute, es ist auf jeden Fall arschkalt. Ja, beim Thorsten hat schon gerade die Tür geklemmt. Jo, wird auf jeden Fall lustig heute, glaube ich. Auf jeden Fall. So Freunde, wir sind jetzt angekommen beim Einstein. Der müsste irgendwo hier sein. Jetzt haben wir uns gerade umgezogen. Es ist echt ganz schön frisch. Aber die Sonne kommt schon raus. Vielleicht sieht man das. Geil. So, also wir laufen dann mal los. Und bis gleich. Hey Thorsten, gleich sind wir da. Na? Gleich sind wir da. Ja, gleich sind wir da. Noch 10 Minuten. Ne? Noch 10 Minuten, dann sind wir da. So Freunde, für die, die den Einstein gar nicht kennen, der ist in Österreich, in ja, Tirol, Tannheimer Tal, glaube ich. Ja. Und vom Tal unten bis zum Einstein oben sind so 800. Knapp 800 Höhenmeter einfach. Und ja, bis jetzt können wir die Spitze noch nicht sehen, aber es liegt alles noch im Nebel, aber die Sonne kommt schon raus. Und laut Wetterbericht macht alles dann auch noch ein bisschen auf heute. Also ich glaube, das wird ganz cool und spektakulär heute. Und vielleicht finden wir ja noch irgendwas, wo wir runterrodeln können. Wäre auch lustig. Hey Leute, schaut euch mal das an. Da vorne, hier müsste die Sonne sein. Und hier bildet sich einfach mal, wo ist meine Hand? Hier bildet sich einfach mal so wie so ein Regenbogen oder so eine Lichtspiegelung oder was. Boah, das schaut ja voll krank aus. Also, wir waren bis jetzt alleine hier, sind bis jetzt immer noch alleine hier. Und hier geht es jetzt lang. Ja, da war vorher auch noch keiner, also wir sind heute die Ersten. Was natürlich dafür spricht, wir ziehen jetzt unsere Grödel an. Und dann geht's los und passen natürlich auf, dass nichts passiert. Anstauen, Weihnachtsbaum hängen. Das war ein Weihnachtsbaum hängen. Jo, also wir ziehen uns jetzt mal schnell die Grödel an. Alter, wie geil schaut das aus? Das wird man jetzt auf der Kamera nicht sehen, aber hier glitzert es überall. Heftig. Geil. Thorsten, hey Matze. Macht Spaß. Ja. Komm mal her, du hast hinten lauter Schnee auf deinem Rucksack. Echt? Ja. Ist ja überall Schnee. Wo bist du lang gegangen? Weiß ich nicht. Der Thorsten, überall hat er Schnee. Ich glaube, wir haben noch nicht mal ein Drittel geschafft. Nee, haben wir auch nicht. Aber durch den ganzen Schnee, es ist alles noch mal ein bisschen anstrengender und wir haben auch nicht mal irgendwelche Fußstapfen hier, also wir sind das ist alles. Heute die Ersten. Wir machen den Pfad. Wir machen den Pfad. Wie ihr seht, wird schon geil heute. Können wir mal bitte über das Panorama reden? Das ist ja nicht mehr normal. Ich weiß, das sage ich immer,
Aber es ist halt auch so. Ich finde, Winter ist genauso geil wie Sommer oder Herbst. Man muss halt einfach rausgehen, man muss sich was Richtiges anziehen. Und dann kann man immer rausgehen. Gibt's keine Ausreden. Und man braucht halt den richtigen Wanderpartner. Und ja, wir sind auf jeden Fall, haben zusammen ein richtig krasses Mindset. Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier so poetisch werde. Aber wir sind schon bei über der Hälfte. Noch nicht mal eine Pause gemacht. Findest du nicht mal anstrengend? Und ich schwitze noch nicht mal richtig, also geil. Vom der Nadelwald ist überall gezuckert. Ja, richtig geil. Sonst siehst du nur grün und du hast überall Konturen. Der Nebel liegt noch im Tal. Wenn man da hochschaut, da gehen wir heute auch noch hoch. Ja klar. Nicht Spaß. Da gehen wir aber barfuß hoch. Ja. Uns hat mal einer gesagt, hey, den Aggenstein, du, den bin ich schon barfuß hochgelaufen. Kann gut sein, ja. Also wir machen das jetzt natürlich später ohne Kamera, weil das wäre sonst ein bisschen zu viel. Braucht barfuß und filmen. Ja, wir machen das für uns. Nee, Spaß. So, wir gehen jetzt mal weiter. Erstmal einen Tee gönnen. So, bei mir gibt es heute Hagebuttentee. Für die Butte, weißt du? Na dann, Prösterchen. Gleich ganz anders. Brutal heiß. Ja. So, wir werden jetzt kurze Pause machen und dann geht's weiter. Hey Freunde, das schaut einfach so geil aus hier. Überall. Alles voll mit Schnee. Wir laufen hier eigentlich nur auf Eis. Voll geil. Da oben ist schon das steilere Stück von dem ganzen Trail oder von der ganzen Strecke. Und ja, geil. Kann nur noch geiler werden. Ich bin gespannt, wann wir da oben sind. Hey Thorsten, hast du Milch dabei? Ein Nesquik, oder? Ja, geil. Hier ist alles voll mit Gämsen. Krass, das ist eine ganze Gamsfamilie. Krass. Seht ihr die? Hier. Die springen hier überall rum. Schon geil. Und die sind auch irgendwie gar nicht scheu, aber die sind ganz schön neugierig. Ja, ich glaube, wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich auch eine Gams. Wir sind doch schon Gämse. Ja, so in etwa. Eine brachiale Aussicht. So, jetzt muss ich gerade den Akku tauschen, weil irgendwie ist es so kalt, dass ständig die GoPro ausgeht. Grüße gehen da mal raus an den Hersteller. Ich weiß, es gibt so auch andere Akkus, den habe ich jetzt eingesetzt, aber da habe ich zum Beispiel einen, der funktioniert nicht. Also wäre geil, wenn ihr da mal was nachbessert. Boah, das schaut schon krass aus. Wir sind halt immer noch nicht oben, aber boah, alles was so Wolkengrenze oder Nebel, finde ich richtig geil. Also das sieht einfach so atemberaubend geil aus. Ich hoffe, das kommt halt auch auf der Kamera so rüber. Also manchmal, wenn ich in die Berge gucke, dann sieht man die nicht, wenn die sich nicht bewegen. Also ich habe gerade vorhin nur eine gesehen, dann waren es doch zwei. Also echt schöne Tiere. Dass die da auch immer noch was zum Fressen finden, ist schon krass. Und was die für eine Steigung laufen, das würde ich auch gern. Ja, ich auch. Leute, was sehe ich da? Da ist einer ganz schön eingebrochen, du. Oh. Also ein falscher Schritt. Da geht es auf jeden Fall mal ein bisschen, boah, bisschen mal rein. Oh, oh, Lawine. Ja, so fängt alles an mit irgendwelchen Lawinen. Also wir sind jetzt auf jeden Fall nicht mehr weit weg. Wir haben noch 130 Höhenmeter.
130 Höhenmeter. Und dann sind wir da. Ich melde mich dann gleich nochmal. Kennst du die Momente, wo man einfach mal über so einen kleinen Hügel drüber läuft und dann kommt auf einmal das Unerwartete, sowas wie das hier. Hier geht es halt einfach mal ein paar hundert Meter runter. Du denkst dir nur, boah. Krass einfach. So schön. Ist einfach nur richtig schön hier. Da macht es bestimmt auch Bock mit dem Rodel runter zum Brettern. Ist zwar ein bisschen geisteskrank, aber nee, machen wir natürlich nicht. Hier ist viel zu gefährlich. Aber wir haben es jetzt gleich geschafft. Wir müssen jetzt dann bloß noch mal eine kurze Trinkpause einlegen, weil ich habe so elendig Durst. Alter, schaut euch mal den Nebel an. Das ist so krass. Du bist einfach kurzzeitig mal voll im Nebel, dann läufst du 10 Meter, dann bist du auf einmal nicht mehr drin. Und hier schwappt schon wieder so Nebel rein. Richtig geil. Ja, wir gönnen uns jetzt gerade noch einen Tee mit Schnee und dann haben wir jetzt dann noch so knapp 100 Meter Höhenmeter und dann sind wir oben. Geil. Hey Leute, wir haben es gleich geschafft. Hier ist das Gipfelkreuz. Das ist so beschissen hier zu laufen. Abartig. Du sinkst nur ein. Also ich komme gerade schon ein bisschen an meine Grenzen, muss ich sagen. Gerade auch volles Loch im Bauch, voll Hunger. Okay, scheiß drauf, weiter geht's. Das ist einfach nur übel. Hier, wie tief das hier ist und wie weit das hochgeht, das glaubt dir keiner, Alter. Das musst du selber erleben, ey. Du läufst hier teilweise halt auch auf einer Stelle, aber euch das Panorama an. Krank. Einfach nur krank. Boah, das ganze Mikrofon ist voller Schnee jetzt, aber egal. Boah, ich muss mir jetzt auf jeden Fall Handschuhe anziehen, weil mir ist es arschkalt. So, wir haben uns jetzt ins Gipfelbuch eingetragen und natürlich wie immer unseren Aufkleber reingemacht. Jetzt werden wir. Wir werden aber runtergehen, weil hier oben ist es zu kalt und zu windig. Ja. Und wir werden unten was essen, weil das hier oben, das ist nicht normal. Also, viel zu frisch. Trotz dessen, dass schlechtes Wetter ist oder halt kaltes Wetter, gibt es wie immer unseren Gipfelsnack. Und zwar gibt es heute Gipfelgulasch. Ich habe so Hunger, Alter. Richtig ja. Bock. Geil. Alter, alles liegt im Nebel. Da drüben seht ihr in Gründen. Der Stab ungefähr hingeht. Und hier drüben ist der Angstein. Sieht auch richtig geil aus. Ja, Mann. Da waren wir auch schon mal oben. Verlinken wir euch auf jeden Fall hier oben. So, ich habe Hunger. Das ist abartig. Das ist einfach nur sautief hier. Brutal. Oh, Alter. Oh.
wäre ich auch beinahe weg gewesen. Scheiße. Gipfelgulasch ist natürlich auch wieder mit am Start. Geil. Hey Freunde, schaut euch das mal an, wie das blubbert. Also wenn das nicht heiß ist, weiß ich auch nicht. Boah, ich hab so Kohldampf. So, jetzt wird gegessen. So Freunde, wir sind jetzt wieder beim Auto angekommen. War eine richtig, richtig geile Tour. Wir haben auch irgendwie gar nicht so lange gebraucht, wie wir dachten. Thorsten hat es doch schön auf die Fresse gelegt. Das ist halt sein neuer Wanderstock am Arsch. Aber ja, immerhin ist nichts passiert. Gott sei Dank. Und ja, so. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer schreibt mal Hashtag Einstein in die Kommentare und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde, macht's gut und eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich euch und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, macht's gut, ciao.